Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Sebastian und ich, wir sind in München, stehen ja hier auch vor einem Münchner Wahrzeichen und wir sind hier, um ein schauspielerisches Wahrzeichen dieser wunderbaren Stadt ganz groß zu ehren. Ja, und an wen denkt man, wenn man an bayerische Schauspieler denkt? Natürlich sofort an Gustl Beyerhammer. Und er wäre im Jahr 2022 100 Jahre alt geworden. Und das ist ein richtiges Herzensprojekt für uns. Wir haben ja schon ein paar Videos gemacht zu dem Thema, zu Pumuckl, zu Gustl Beyerhammer. Und wir haben da einige Zeitzeugen jetzt kontaktiert und einige Drehorte besucht, um da nochmal richtig einen draufzulegen. In dieser mehrteiligen Doku-Reihe wollen wir uns nicht an biografischen Daten abarbeiten, sondern eine große Party feiern, die das Leben und Wirken dieses äußerst authentischen und sympathischen Volksschauspielers ehren soll. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Wir kehren an Orte zurück, die eng mit ihm verbunden sind, zusammen mit Zeitzeugen, die ihm nahestanden. Er ist für mich der Inbegriff eines Urbayern. Ja, und bei all dem wollen wir vor allem eins, den Menschen Gustl Beyerhammer kennenlernen. Na, das wird was Schönes werden. Ach Gustl, wir hoffen so sehr, dass du mit einer Maß Bier in der Hand von einer weiß-blauen Wolke zuschaust und dich vielleicht sogar auch ein bisschen freust. Na, was sich die Leute alles einfallen lassen. Hinter diesem Haus in der Wiedenmeierstraße in München befand sie sich, die legendäre Werkstatt von Meister Eder. Es gibt wohl kaum einen Ort, der bei Pumuckl-Fans mehr Emotionen auslöst als dieser. Gebaut wurde das Haus wahrscheinlich 1898-99, andere Quellen sprechen auch von 1908. Es diente als Kutscherhäuschen und dieses Fenster war ursprünglich ein Garagentor für die Pferdekutsche. Im ersten Stock wohnten die Bediensteten der feinen Herrschaften des luxuriösen Vorderhaus. Laut Aufzeichnungen war zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs bis 1961 tatsächlich eine Schreinerei in dem Gebäude. Bis 1971 diente es noch als Hausmeisterwohnung, bevor es die Stadt an die Versicherungskammer Bayern verkauft hat. Deren Verwaltungsgebäude stand direkt hinter der Werkstatt und man strebte einen Neubau samt Tiefgarage an, dem die Werkstatt natürlich weichen musste. Nur durch das Einwirken des damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß konnte verhindert werden, dass das Haus schon nach der ersten Staffel abgerissen wurde. Tja, vermutlich das Beste, was er je getan hat. Direkt nach der zweiten Staffel im April 85 war es dann aber soweit. Die Bagger rückten an und so wurde ein wertvolles Stück Fernsehkultur für immer zerstört. Das ist jetzt ein historischer Moment. Die beiden Enkel, Sebastian und Fabian, die waren tatsächlich noch nicht hier am Drehort von Meister Eder und seinen Pumuckl. Das ist natürlich schon emotional. Schon emotional, das kann ich mir denken, genau. Da stand die Werkstatt hier vorne. Wahnsinn. Im Film kommt das alles größer rüber. Hier war eine Mauer gestanden. Der Hof war ja nur bis hierhin. Da ist eine Mauer. Den Balkon erkennt er vielleicht noch. Da war der Lothar drauf oder die Michaela May. Ah, krass. In der Schulfolge laufen da die Jungs hier runter. Diese Szene haben wir bei unserem ersten Besuch hier im September 2019 gedreht. Und dann war halt hier, wo jetzt die freie Fläche ist, war die Werkstatt gestanden. Okay. Hier sieht man die Hausecke, da war unten immer dieser runde Treppenaufgang, wo der Hausmeister auch immer drauf gestanden war. Und das haben sie auch weggemacht, nachdem die Werkstatt abgerissen wurde. Und wo die Werkstatt stand, ist jetzt eben komplett freie Fläche, da steht gar nichts mehr. Da ist aber eine Tiefgarage drunter gekommen. Und diese Mauer, die hier entlang gegangen ist, wo wir jetzt stehen, war ein Bogen und da war eine Pferdetränke gestanden und die sieht man in der Folge mit den Blechbüchsen, wo das Mädchen drauf sitzt mit ihrer Flöte. Sonst sieht man die fast nie in Pumuckl. Ihr habt erzählt, dass ihr euch diese Episode damals auch angeguckt habt und es hat euch ein bisschen aufgeregt, dass euer Opa da so beleidigt wurde. Ja, Eder ist ein ganzer Blöder. Das ist natürlich schon... Eder, bist ein ganzer Blöder. Bäh. Er war auch nicht so happy, er hat sich auch schon aufgeregt darüber. Ne? Ich finde es am besten, wo er sagt, wo ich klein war, meine Mutter hat mir was gesagt oder so und sie dann. So jemand wie du hat eine Mutter gehabt? Ich habe den Fabian auch gerade gefragt, was denkst du, wie oft der wie oft der Opa durch dieses Tor gekommen ist? Die Produktion, wann hat es angefangen? 1978, 79? 78 haben sie geplant und dann haben sie ja schon so Kurzfilme gedreht. Und 79 Herbst bis Frühjahr 80 haben sie die erste Staffel gedreht. Und Sommer 84 bis Frühjahr 85 die zweite Staffel.
Also im Grunde war er dann über ein Jahr mindestens hier durchgehend arbeitsmäßig aktiv. Das war dann schon ein Teil Heimat irgendwie auch, so zumindest vom Gefühl her wahrscheinlich. Vor allem, wenn das Team stimmt und wenn man auch weiß, man macht was Besonderes, vor allem für Kinder, was Hochwertiges. Ich glaube, da merkt man halt auch einfach, dass da mehr dahinter steckt und dann ist man auch mit viel mehr Leidenschaft dabei, als wenn man irgendwas Banales macht. Waren eigentlich mehr Folgen als 52 geplant oder waren das von Anfang an 52 Folgen und dann ist Schluss? Ja, es war eine Staffel geplant. Und der Produzent, der hat schon, bevor es fertig war, gewusst oder gemerkt, es wird gut und es wird sicher erfolgreich und hat beim Bayerischen Rundfunk angefragt, ob die eine zweite Staffel finanzieren können, ohne dass die erste schon richtig gesendet wurde. Und da hat der Bayerische Rundfunk zum Produzenten gesagt, das ist uns zu teuer. Das war ja ein Mammutprojekt, was da für Kosten drin gesteckt waren. Das war ja Handarbeit damals mit der Tricktechnik alles. Und dann hat der BR gesagt, das können wir nicht finanzieren. Und da hat der Koritowski, so hieß der Produzent, gesagt, ja gut, dann bleibt es halt bei einer Staffel. Den Bayerischen Filmpreis hat der Bayerhammer dann überreicht bekommen für seine Rolle als Meister Eder. Im Publikum saß dieser Produzent, Koritowski, der die Absage bekommen hat vom Bayerischen Rundfunk, und der Franz Josef Strauß. Und nach der Preisverleihung ist der Strauß zum Koritowski hingegangen, hat ihm gratuliert, Glückwunsch, Pumuckl war super, wann geht's denn weiter? Und da hat er gesagt, tut mir leid, der BR hat gesagt, die haben kein Geld dafür. Und am nächsten Tag hat der Bayerische Rundfunk ganz nervös beim Koritowski angerufen, ob sie nicht weitermachen wollen, die würden es jetzt finanzieren, weil der Strauß da mal auf den Tisch gehauen hat. Und dann war es so, die Werkstatt sollte schon vorher abgerissen werden. Die wurde nur wegen der ersten Staffel noch stehen gelassen und die sollte dann auf jeden Fall wegkommen. Und da hat der Koritowski inzwischen die Nummer gehabt vom Strauß und hat nochmal angerufen und hat gefragt, ja, wie schaut es denn aus, wenn wir hier drehen können, aber unser Drehort wegkommt, da geht es ja nicht. Und dann hat der Strauß gesagt, er sitzt im Vorstand von der Versicherungskammer und da würde auch mal ein gutes Wort einlegen, dass die Werkstatt noch mal ein bisschen länger stehen bleibt. Und so muss man Strauß doppelt verdanken, dass es mit dem Pumuckl weiterging. Auch wenn er anderweitig sehr viel Dreck am Stecken hatte und eine, ja, in meinen Augen zweifelhafte Person ist mitunter, muss man ihm dafür extrem dankbar sein. Das ist einfach so, ne? Was willst du machen? Auf unseren nächsten Gast habe ich mich ganz besonders gefreut, Michaela May. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige deutsche Schauspielerinnen, die in den letzten 55 Jahren mehr zu tun hatten. Bereits von Kindesbeinen an steht die unter dem griffigen Namen Gertraud Elisabeth Bertha Franziska Mittermeier geborene Münchnerin vor der Kamera. Unvergessen ist natürlich auch ihre Rolle als nervige Nachbarin von Meister Eder. Mit Gustl Beyerhammer und seiner Familie verbindet sie ein ganz besonderes Band. Vielleicht kannst du mir deinen väterlichen Rat geben. Ja, was ist denn das? Seit wann willst denn du einen guten Rat von mir? Ja, hier stehe ich jetzt auf dem legendären Balkon und neben mir steht nicht etwa Manuela Merz, sondern Michaela May natürlich. Hallöchen. Das war echt ein schlechter, oder? Nee, warum? Warum? Es ist ja auch ein Künstlername. Du hast ja schon eine Menge mit Herrn Beyerhammer gedreht in den ganzen, man kann ja sagen, in ungefähr in sehr viel über 50 Jahre, oder? Ja, ich weiß gar nicht mehr wann, 60, 70, 80, so in den Jahren. Absoluter Wahnsinn. Also das ist jetzt 40 Jahre, 50 Jahre her, ja. Ja, wahrscheinlich sogar noch länger. Aber was ist denn so deine erste Erinnerung an ihn? Meine erste Erinnerung ist eigentlich an seine Frau, weil ich habe mit ihm gedreht, Flucht ohne Ausweg mit ihr. Und ich glaube, er war dabei, zumindest war ich dann, habe ich mich mit seiner Frau befreundet und war dann bei denen daheim. Und ich war ja noch ganz klein, da war ich vielleicht oder jugendlich, 14, 15, sowas, und spielte die Tochter der Bäuerin, das war die Irmi, seine Frau, musste mit dem Radl flüchten und der Gustl war dabei, so viel ich mich erinnere, und vor allen Dingen war ich dann bei ihnen daheim. Und ab da war ich irgendwie so Tochter, die er nie hatte. Also Irene, wenn du Geld brauchst, ist für kein Problem. Danke Papa, aber ich möchte auch in der Beziehung endlich unabhängig sein. Und immer wenn ich was gedreht habe, hat er das sich angeschaut und hat mich dann angerufen und hat gesagt, du, das hast gut gemacht, oder sowas machst du nicht mehr, da passt auf, gell. Und, super. Ja, und also er hat mich wirklich so beobachtet und in der Entwicklung gesehen und das war wunderbar, weil er war natürlich schon der große Gustl Beyerhammer und ich war noch im Werden einer Schauspielerin und das war für mich ganz, ganz toll, dass ich so einen Paten hatte, würde ich jetzt mal sagen. Und er war da ganz genau und auch sehr ehrlich und hat auch mich gewarnt vor dem Sender, dass ich bei den Büchern aufpassen muss.
Er hat gesagt, wir haben es für ihn Bücher geschrieben, extra für ihn. Und dann hat er die nicht machen dürfen, die hat dann ein anderer gedreht oder sowas. Und da hat er sie wahnsinnig geärgert. Oder dass die Politik ihn vereinnahmen will. Ja. Hat er gesagt, pass auf, die CSU kommt ganz bestimmt. Ja, ja. Nein, nein, das ist kein Spaß. Und sein Sohn war Aufnahmeleiter, der Max. Und der war dann öfter in der Bavaria Aufnahmeleiter und hat bei mehreren Filmen mitgemacht, die ich gemacht habe. Also den kannte ich, Max kannte ich gut. Und ja, ich bin jetzt nicht mit dem Gustl in Urlaub gefahren, oder? Ich habe auch, war jetzt auch bei den Geburtstagsfeiern nicht dabei, aber ich war öfter bei ihm zum Kaffee. Und hat seine Frau hat ja immer sehr gut auf ihn aufgepasst, auf den Gustl. Ich wollte gerade sagen, die hatte schon so, man kann sagen, die Zügel in der Hand, ne? Ja, und das kann man hier bei Verstehen Sie Spaß von 1987 sehen, als Gustl ein Buffet geliefert bekommt, was er nie bestellt hat. Sie werden doch nicht mein Mann jetzt unter die Schuhe schieben wollen, dass er das bestellt hat. Ich schieb's ihm doch nicht in die Schuhe. Ja doch, Sie sagen ständig, Sie haben die Stimme meines Mannes erkannt. Ja eben, ja. Das stimmt nicht. Die hatte auch dieses wahnsinnig Urmünchnerische an sich, der Dialekt und diese Wärme in der Sprache, die ihm auch seine große Karriere gemacht hat als Meister Eder und in allen anderen Rollen sicher auch, aber er ist für mich der Inbegriff eines Urbayern. Absolut. Und wir hören immer wieder, dass er so nett gewesen ist und dass niemand sagt auch nur die kleinste negative Sache. Und deswegen fragen wir alle unsere Protagonisten heute, gab es auch mal irgendwas, was er nur im kleinsten Ansatz negativ war? Ich glaube nicht, oder? Mir gegenüber nie. Er hat mich praktisch behütet, beschützt und ich habe, der Struppi ist weg. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie weiß-blaue Geschichten noch mit ihm gemacht. Genau. Pumuckl. Aber ich erinnere mich noch sehr genau bei diesen weiß-blauen Geschichten, weil da hat irgendwie im Hintergrund was nicht gestimmt. Irgendwie kam ein Hund ins Bild oder sowas und dann haben sie gesagt, nee, wir müssen es nochmal machen, da ist ein Hund im Bild. Da hat er gesagt, Wo ist der Hund? Da hinten. Wenn das einer sieht, dann war ich im Gesicht ganz schlecht. Und das ist auch heute noch ein Spruch für mich. Wenn irgend wegen einer Lappalie im Hintergrund nochmal was wiedergemacht werden muss, dann sage ich, wenn das einer merkt, dann war ich im Gesicht ganz schlecht. So, wenn so kleine Sachen passieren, Anschlussfehler und alle solche Sachen. Ja. Ach, das ist echt großartig, sowas zu hören. Der Justl Bayerhammer, einfach ein toller Typ. Justl, und der Justl Köln, ich bin in Köln, Köln. Gesagt Kölsch. Hätten, dann hätte er sie ganz schön, glaube ich, angemacht, weil Justl. Zu Recht. Das war der Gustl. Das ist echt. Manchmal kommt es durch. Aber siehst du, so ist der Mensch. Da müssen erst die Leute aus Köln kommen, zu unserer schönen Bergwelt. Wir sehen es schon immer. Wenn bei meinem Vater jemand gesagt hat, Schweinebraten, hat er gesagt, das heißt Schweinsbraten. So ist es mit Justl. Ja, oder wenn einer sagt, Manuela Merz. Das könnte. Vielleicht. Das ist mir noch nie passiert. So ein Spinner. Ja, und dann ist er ja 1993 gestorben. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du davon erfahren hast? Ja, ich war auf der Bühne gestanden zu der Zeit und war schon im Theater und habe es im Radio gehört, auf dem Hinweg ins Theater und musste abends praktisch den Kasperl spielen. Also es war eine Komödie. Oh. Honigmond war das, glaube ich. Drei Frauen und es war für mich wirklich schwierig, also weil es hat mir wirklich das Herz zerrissen, weil keiner hat damit gerechnet. Er hatte noch etliche Drehbücher zu Hause auch, also das war, er wollte arbeiten. Ja, ich weiß auch, man wollte auch mit ihm arbeiten, ja. Nicht nur er wollte arbeiten und ich war wie vom Blitz getroffen und habe eigentlich gedacht, ich kann gar nicht spielen und weiß noch, dass ich dann mir gedacht habe, Gustl, heute spiele ich für dich. Ach, das ist wirklich herzergreifend. Das war dann irgendwie für mich eine besonders in Memoriam Vorstellung und eine besonders innige Verbindung irgendwie, ja, weil ich glaube, es hätte ihm gefallen, wenn er das gesehen hätte, klar. Weil das ist für uns Schauspieler immer im Leben und im Tod auf der Bühne, das ist eigentlich, davon träumen wir alle. Du warst ja noch nicht wieder hier nach Abschluss der Dreharbeiten. 1985 müsste das gewesen sein. Keine Ahnung mehr, weil es sind so viele Jahre, aber es schaut alles ganz anders aus. Ich meine, den Balkon kann ich noch erkennen, aber da unten war ja die Schreinerei und die ist weg. Also dieser riesen Neubau und dann ist da jetzt ein Kinderspielplatz, was dem Gustl vielleicht auch gefallen würde. Mhm. Aber diese Schreinerei und dieser alte Rückbau, der war extrem schön. Ja, oh Gott. Das war ein wahnsinnig schönes Ensemble hier, noch eins der alten Münchner
Hinterhöfe. Oh, bitte nicht, es tut so weh im Herzen, wenn man das hört, wie toll es aussah. Ja. Schade, traurig. Aber so ist ja halt nur der Zahn der Zeit. Das Leben ist im Fluss und so muss man das nehmen, aber es gibt immerhin noch den Balkon, da haben Sie Glück gehabt. Es ist wirklich großartig, dass der noch steht und da muss man auch froh und dankbar sein. Das Haus war ja eh schon ein bisschen baufällig und alt und so weiter und es ist halt nun mal so, wie es ist, aber vielleicht wird ja irgendwann dort etwas anderes hingestellt, was ein bisschen daran erinnert. Und ich habe noch was von ihm gelernt. Ich habe dazu geschaut, wie er mit dem imaginären Pumuckl immer spricht, was ja schwer ist, wenn du mit einem Partner zu spielen hast, der nicht da ist. Und er muss sich's immer vorstellen und irgendjemand hat den Text gelesen. Im Uli König. Der Uli König war das, genau. Und ich habe dann eine Rolle gespielt, Fantagiro, die Prinzessin Fantagiro. Eine Folge davon. Eine Hexe, die immer mit ihrer Ingwerwurzel spricht. Und die Ingwerwurzel war auch die war zwar in meiner Hand, aber sie hat natürlich nicht gesprochen, sondern jemand hat gelesen. Und ich habe also mit ihr gespielt und habe mich dann erinnert, wie der Gustl das gemacht hat. Und das kam mir dann wieder in den Sinn, wie schwer das auch ist. Ui, was ist denn das? Ja, das ist ja viel besser als wie Tiere. Ui, da muss ich sofort hin. Und du nein, auch. Da gehen wir nicht. Doch, du musst nein, mir helfen. Nein, da gehen wir nicht. Doch, komm, hui, hui, hui. Ja, hier, komm. Pumuckl, du bleibst da. Sonst gehe ich alleine. Kommst du mit? Wie toll er das geschafft hat. Der war ja immer total präsent, auch wenn ohne die Zeichnung, wenn man ihm zugeschaut hat. Mhm. Und das habe ich da bei den Dreharbeiten doch genau angeschaut, wie er das macht. Und das war wahnsinnig beeindruckend und hat mich nachhaltig auch geprägt. Ich habe von ihm viel gelernt, auch von seiner Unaufwendigkeit am Drehort, von seiner Bescheidenheit am Drehort, dem kam es immer nur aufs Wesentliche an. Ja, und das ist toll und das stirbt heute aus ein bisschen. Heute wird viel Trara gemacht, mal oft und sowas und ich will das und so diese Hingabe an die Sache an sich und alles andere so ein bisschen nicht auszublenden, aber zurückzuschrauben, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die hat auch was mit dem Menschen zu tun, wie man ist und es vielleicht ist leider in der Generation und mit der kurz nach dem Krieg geborenen Generation, die hat noch so eine tiefe Bescheidenheit, was die eigenen Ansprüche betrifft und dem ging es wirklich immer um die Sache und das werde ich auch immer mit mir tragen, was er mir alles für Ratschläge gegeben hat und das ist in mir und das kommt bestimmt bei der einen oder anderen Szene auch durch ihn raus. Ja. Ach, toll, herzlichen Dank. Gerne. Danke, Paps. Deine Mutter, die kann einem leid tun. Sprechen Sie von mir? Ja, allerdings. Ihre Charlotte, die schmeißt mir da einen Steine gegen das Werkstattfenster. Aber Ihre Scheiben sind doch noch ganz, oder? Ich glaube, es ist hoch an der Zeit, dass Sie im Saufratzen einmal die Leviten lesen. Primär, die Erziehung meiner Tochter liegt ganz und gar in meiner Verantwortung. Gott sei Dank. Und sekundär, Ihre sogenannten Leviten lese ich, wann ich es für notwendig halte. Ja, finden Sie vielleicht das für richtig, dass mir Ihr Saufratz jeder Bläder nachschneidet und jeder Meister in Hosen scheißt und Walross und solche Sachen? Tertia, haben Sie trotzdem kein Recht, meine Tochter mit einer Ohrfeige verdreschen zu wollen? Hey, Sie, kennst nicht nur lauter Schreien, ha? Halten Sie sich doch zurück. Putzen Sie lieber Ihre dreckigen Fenster. War das nicht großartig? Großartig ist auch eine Entdeckung, die Hobbydetektiv Sebastian Kubot gemacht hat. In der Pumuckl-Folge Ein schwieriger Kunde spielt diese Szene in einem vermeintlichen Büro. Jetzt achtet mal auf den Stuck über der Tür. Es ist tatsächlich genau das Zimmer am Balkon, das wird heute übrigens als Schlafzimmer genutzt. Und so haben wir wieder ein schönes Pumuckl-Puzzlestück gefunden. Und wir sehen uns bei der 7. Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.